Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern München mit Ex-Trainer Niko Kovac. Ein Spiel, was sich sehen lässt. Wir haben erste Aktion, ist kein Tor, ist eine rote Karte. Jerome Boateng, Notbremse nach Videobeweis. Der Videobeweis ging einmal Elfmeter oder Freistoß. Und nachdem er sich das angeguckt hat, hat er von Gelb auf Rot umentschieden. Richtige Entscheidung? Ja, ganz klar, muss man so sagen. Dann Bayern ab der 9. Minute in Unterzahl. Philipp Kostic, 25. Minute 1-0. 33. Minute Shaw 2-0. 37. Minute Mr. FC Bayern Robert Lewandowski macht das 2-1. Halbzeit 2-1. Für Frankfurt noch alles offen. Dann aber zweite Halbzeit, 49. Minute Abraham 3-1. Hinteregger in der 61. Das freut mich 4-1. Und dann 85. Paciencia mit den 5-1. Damit gewinnen die Frankfurter verdient gegen die Bayern. Statistisch gesehen sieht es so aus: 17 Schüsse Frankfurt, 8 Bayern, 11 aufs Tor Frankfurt, 3 Bayern, 39% Ballbesitz Frankfurt, 61 Bayern, 390 Pässe Frankfurt, 590 Bayern, 76% Passgenauigkeit Frankfurt, 85 Bayern. 14 Fouls mit einer gelben Karte haben die Frankfurter zu verursachen. Die Bayern haben 7 Fouls mit 2 gelben und einer roten Karte. In der Tabelle sieht es jetzt so aus: Frankfurt hat nach 10 Spielen 17 Punkte und ist auf Platz 6. Bayern hat nach 10 Spielen 18 Punkte und ist auf Platz 4. Alles offen. Glückwunsch an die Frankfurter. Ihr habt mein Wochenende gerettet.